Wie bekomme ich mehr Follower für meinen TikTok-Account? In diesem Video möchte ich dir drei Herangehensweisen dafür zeigen. Hey ho, mein Name ist Franz und mit unserer Agentur produzieren wir jeden Monat hunderte von Videos für andere, meistens Unternehmer. Wir schaffen es, einen neuen Account innerhalb von 9,3 Tagen auf die ersten 1000 Follower zu bekommen. Das heißt, wir sehen jeden Monat, was es braucht, um Follower aufzubauen. Und vielleicht hast du in letzter Zeit ein Video hochgeladen und vielleicht hast du auch eine ganze Menge Views bekommen, deine ersten 10.000, 50.000, 100.000, vielleicht sogar eine Million Views und bist dann in die Statistiken gegangen und hast dir dann diesen Punkt angeschaut. Neue Follower. Das heißt, du siehst nicht nur die Beibehaltungsrate, ob dein Video bis zum Ende geschaut wird, sondern auch, wie viele Menschen von den Views auch auf Follow danach gedrückt haben. Und vielleicht siehst du, hey, vielleicht habe ich irgendwie 200.000 Aufrufe gemacht, aber nur 40 Follower. Und du fragst dich vielleicht, wie kann das sein und was hätte ich anders machen können? Möglichkeit Nummer 1. Ganz simpel, forder deine Zuschauer einfach dazu auf. Rate mal, warum in jedem zweiten Video gesagt wird, mach das Plus weg. Wenn die Leute, eine simple Erinnerung kann zu einem so großen Uplift in der Conversion führen. Sozusagen, mehr Leute klicken auf Folgen. Da gibt es aber ein bestimmtes Problem dabei. Wenn du willst, dass dein Video viral geht, dann solltest du jede Chance dazu nutzen, die Beibehaltungsrate bzw. Statistik, die sagt, ganzes Video zu Ende angeschaut, so hoch wie möglich zu halten. Oder kurz gesagt, deine Leute, deine Zuschauer sollen das Video bis zum Ende schauen. Wenn du aber dein Video machst und 2 Sekunden, 3, 4, 5 Sekunden dafür verschwendest, zu sagen, für mehr Videos klick auf das Folgen-Symbol, bla 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 bla, dann kannst du damit Zeit verschwenden und die Statistik verschlechtern und deine Chance auf Viralität. Deswegen mach das, wenn dann, so kurz wie möglich oder beiläufig. Das zeige ich dir gleich, wie man das machen kann. Und zwar in Möglichkeit Nummer 2 und Möglichkeit Nummer 3. Erstmal Möglichkeit Nummer 2. Inhaltlich. Wann klicken Leute auf Folgen? Wenn sie vielleicht sogar intrinsisch das Gefühl haben, ah ja, das Video, was ich gerade sehe, da habe ich das Bedürfnis, mehr von zu sehen. Besonders, wenn du Educational Content machst, wenn du sagst, ich bin hilfreich mit meinen Videos, 5 Tipps für, hier sind die 10 besten Tipps für oder wieso schaffst du bla 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 und du bist in einer Nische drin, die sehr interessiert daran ist, an weiteren Lösungen in diesem Themengebiet, dann kannst du es schaffen, inhaltlich so zu überzeugen, dass die Leute von sich aus auf Folgen klicken. Du kannst also Follower generieren, indem du einfach verdammt hilfreich bist. Hier zum Beispiel ein Video, wo ich sagen würde, obwohl das nicht die allerbeste Performance hat, hier mit den 50.000 Aufrufen von Johannes Kliesch, es ist so hilfreich in der Nische, weil er konkrete E-Commerce-Tipps gibt. Moment, wir schauen mal rein. So geht das Video los. 8 Schritte, wie ich heute mit 10.000 Euro ein Amazon FBA-Business starten will. So, und dann redet er über seine 8 Schritte und er hat eine unglaubliche Expertise, weil er halt ein Multimillionen-E-Commerce-Startup aufgebaut hat und solche Tipps ja sonst niemand so rausgibt. Sämtliche Leute, die auch nur irgendwas mit E-Commerce zu tun haben, werden nach dem Video das Gefühl gehabt haben, jawohl, das sind Inhalte, von denen ich mehr sehen möchte. Eine Alternative dazu ist auch noch, wenn du jetzt nicht Educational Content machst, sondern wenn du Content machst für eine bestimmte Zielgruppe, wo es eine krasse Zugehörigkeit gibt. Also zum Beispiel, wenn du aus einem ganz bestimmten Bundesland bist und, weiß ich nicht, nur was für Sachsen-Anhalt machst oder was auch immer. Oder Fan von einem bestimmten Fußballverein bist, wo die Leute einfach checken, jawohl, ich gehöre dazu. Dann klicken sie vielleicht auf Follow, wenn es so eine Art Kultur um dein Thema gibt. Und Möglichkeit Nummer 3 ist ein kleiner Geheimtipp und ist eine Kombination aus dem ersten und dem zweiten. Das ist eben diese Follow-Animation, die du hier am Ende gesehen hast. Während Johannes eigentlich hier noch Inhalt droppt, erinnern wir den User schon parallel mit einem visuellen Reminder, ohne also Zeit zu verschwenden, dass es Zeit ist, jetzt zu folgen. Und eben nicht 5 Sekunden vor Videoende, sondern wirklich in den allerletzten Sekunden. Wenn du dich fragst, woher du sowas bekommst für unsere Kunden, gibt es doch eine Custom-Animation, die es nirgendwo anders gibt. Aber ein Tool, was viele auch nutzen, ist die Webseite creatorset.com. Da findest du auch den Link in der Beschreibung. Und dort kannst du einfach mal TikTok-Follow eingeben. Und da findest du eine sehr ähnliche Animation, die du dir für 8,24 Euro kaufen kannst. Da kannst du dein Profilbild reinpacken und kannst ganz unterschwellig und ohne Aggressivität den User daran zu erinnern, dass es jetzt Zeit ist, zu folgen. Das nutzen wir bei allen unseren Kunden, um Follower so schnell aufzubauen. Grundlegend kann man aber sagen, umso mehr die Leute das Gefühl haben, dass dein Video hilfreich ist oder umso positiver deine Message ist, umso eher haben sie das Bedürfnis danach, dir zu folgen. Aber um dir mal ein paar Zahlen zu nennen, was so alles möglich ist und um dir zu zeigen, hey, bei TikTok, nur weil du 100.000 Aufrufe gemacht hast, wirst du nicht
100.000 Follower generieren. Also hier mal ein paar Beispiele. Hier haben wir ein Video, was 107.000 Aufrufe hatte und dadurch nur 140 Follower generierte. Und das ist völlig normal. So, dann haben wir hier ein Video, das hat 230.000 Aufrufe generiert und machte nur 340 Follower. Oder hier ein weiteres Video, 214.000 Aufrufe, 500 Follower. Das war schon gut. Und dann hier 83.000 Aufrufe. 83.000 Aufrufe und trotzdem hat das im Vergleich zu dem anderen Video 248 Follower. Hier nochmal im Vergleich, ein Video mit 107.000 Aufrufen machte nur 140 Follower. Und hier, da war die Zielgruppe etwas breiter. Und hier haben wir 83.000 Aufrufe, da war das Thema Diabetes, also Leute, die sich bei diesem Thema sehr angesprochen fühlen können, eine gewisse Zugehörigkeit, die man dort in der Zielgruppe verspürt, hat mit weniger Aufrufen mehr Follower generiert. Hier auch noch ein weiteres Video mit 93.000 Aufrufen, was auch um die 140 Follower generiert hat. Damit du mal eine Einordnung hast, bei deinen Videos sind also 0,1 Conversion Rate realistisch. Also 0,1% deiner Zuschauer, deiner Views konvertieren zu Follower. Alles darüber ist nice to have, aber solltest du nicht unbedingt erwarten. Und das heißt, du kannst dir auch schon so ein bisschen ausrechnen, wie viel Reichweite, wie viele Views du generieren musst, um ein bestimmtes Follower-Ziel zu erreichen. Um also 1000 Follower zu erreichen, solltest du also über 1 Million Views bereits generiert haben. Ja, das machen wir für unsere Kunden im Schnitt in 9,3 Tagen, 1000 Follower. Wenn du wissen willst, wie wir es schaffen, für unsere Kunden mit nur 8 Stunden Zeitaufwand für sie pro Monat solche Videos zu skripten, zu drehen, zu schneiden, zu publishen und zu analysieren, dann kannst du in der Videobeschreibung vorbeischauen, dort findest du einen Link mit allen Infos dazu. Wenn du dieses Video als hilfreich empfunden hast, dann gib dem Video doch gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und bei Fragen hau mich einfach an, ich helfe dir gerne. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dahin, dein Franz.